Ich möchte Ihnen ein unglaubliches Video von Angela Merkel zeigen. Sie ist die Bundeskanzlerin von Deutschland. Sie ist es, die sagte, dass es keine Obergrenze für Einwanderung von Muslime aus dem Mittleren Osten nach Deutschland geben sollte. Sie startete den aktuellen Massenansturm, indem sie die Aufnahme von 800.000 Migranten forderte. Keine Bewerbung notwendig, keine Prüfung der Gefahr für die Bürger notwendig. Und jeder, der es nach Deutschland schafft, bekommt sofort tausende Euros in Sonderbezügen und Zugang zu Deutschlands bestehenden Sozialleistungen. Über 100.000 Migranten, hauptsächlich junge muslimische Männer, kamen allein im letzten Monat, um Merkels Angebot anzunehmen. An einem einzigen Tag kamen alleine in der Stadt München 10.000 Männer an, stellen Sie sich das vor. Und wenn man das auch nur hinterfragt, wird man Nazi genannt, was in Deutschland die Menschen schnell zum Schweigen bringt. Lassen Sie mich Ihnen ein Video zeigen. Es ist 4 Minuten lang, aber jede Minute ist absolut erstaunlich. Es ist eine Frau in Deutschland, die herzig aussieht, tendenziell wie eine progressive Liberale. Und sie fragt Angela Merkel, gefährden Sie nicht unser Land mit Ihrer Politik? Schauen Sie. Sie haben vorhin auch die Verantwortung von dieser ganzen Geschichte mit den Flüchtlingen angesprochen. Eine der Verantwortungen ist es ja aber auch, uns hier in Europa zu schützen. Und vor allem mit Flüchtlingen aus Syrien und aus diesen Ländern kommen ja noch mehr Leute mit einem islamischen Hintergrund zu uns. Und ich glaube, was der Herr vorhin angesprochen hat, beinhaltet ja auch eine große Angst hier in Europa zu dieser Islamisierung, die immer mehr stattfindet. Wie wollen Sie Europa in dieser Hinsicht und unsere Kultur schützen? Ich glaube erst einmal, dass der Islamismus und der islamistische Terror leider Erscheinungen sind, die wir ganz stark natürlich in Syrien haben, in Libyen haben, im Norden des Irak haben, aber zu denen leider die Europäische Union eine Vielzahl von Kämpfern beigetragen hat. Und wir können nicht sagen, das ist ein Phänomen, das uns nichts angeht, sondern es sind zum Teil Menschen, oft sehr junge Menschen, die in unseren Ländern aufgewachsen sind und wo wir auch unseren Beitrag leisten. Merkel sagt, dass Terrorismus hauptsächlich in Irak, Syrien und Libyen passiert. Das stimmt sicherlich. Bisher gibt es in Europa zumindest noch keine Anarchie wie im Mittleren Osten. Aber es gab einige tödliche Terroranschläge in Europa und einige verhinderte Anschläge. Von den Madrid-U-Bahn-Bombenanschlägen über die Londoner U-Bahn-Bombenanschläge, über die Anschläge auf Charlie Hebdo. Gut, es stimmt, dass die meisten Terroranschläge im Mittleren Osten passieren. Aber haben Sie danach bemerkt, sie beschuldigte Deutschland und beschuldigte Europa? Weil einige Muslime aus Europa zurück in den Mittleren Osten gehen, um für den IS zu kämpfen. Sie behauptet tatsächlich, dass Deutschland den Terrorismus des IS verursacht. Der Grund, Deutschland nahm einige muslimische Terroristen auf, die dann in den Mittleren Osten zurückkehrten. Sie macht Europa für den IS verantwortlich. Und hier kommt mehr. Zweitens, Angst war noch nie ein guter Ratgeber, also es ist im persönlichen Leben nicht und es ist auch im gesellschaftlichen Leben nicht. Kulturen und Gesellschaften, die von Angst geprägt sind, werden mit Sicherheit die Zukunft nicht meistern. Schauen Sie, die Frau im Publikum hat einfach Angst vor Terrorismus, wie wir ihn kennen. Sie hat Angst, dass unter den hunderttausenden ungeprüften muslimischen Männern weitere Terroristen sind. Und alles, was Merkel in 15 Sekunden zu sagen hat, ist, Angst ist kein guter Ratgeber. Hören Sie nicht auf die Angst. Das ist alles. 15 Sekunden einfach keine Angst haben, Klischee, keine echte Antwort auf echte Gefahren. Hört nicht auf die Angst. Wie wäre es denn, auf Warnungen des IS zu hören, die sagen, sie würden sich unter den Migranten einschmuggeln? Wie wäre es, auf Beweise zu hören? Wie wäre es damit, auf reale muslimische Terrorpläne zu hören, die jede Woche in Europa entlarvt werden? Ignorieren? Mehr von Angela Merkel. Und drittens, wir haben diese Debatte natürlich auch, dass wir sehr viele Muslime in Deutschland haben. Wir haben die Debatte darüber, ob der Islam zu Deutschland gehört. Wenn man 4 Millionen Muslime hat, finde ich, braucht man nicht darüber zu streiten, ob jetzt die Muslime zu Deutschland gehören und der Islam nicht oder ob der Islam auch zu Deutschland gehört. Aber da gibt es auch diese Sorgen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir haben doch alle Chancen und alle Freiheiten, uns zu unserer Religion, sofern wir sie ausüben und an sie glauben, zu bekennen.
Jetzt schlägt sie also vor, dass der Islam zu Deutschland gehört. Und Deutschland gehört jetzt also auch zum Islam? Nun, sie sagt, es sind ohnehin schon 4 Millionen Muslime in Deutschland. Was soll man da also noch machen? Richtig? Hier mehr. Und wenn ich was vermisse, dann ist das nicht, dass ich irgendjemandem vorwerfe, dass er sich zu seinem muslimischen Glauben bekennt, sondern dann haben wir doch auch den Mut zu sagen, dass wir Christen sind, haben wir doch den Mut zu sagen, dass wir da in einen Dialog eintreten. Haben wir doch den, dann aber auch bitteschön die Tradition, mal wieder in den Gottesdienst zu gehen oder ein bisschen bibelfest zu sein und vielleicht auch mal ein Bild in der Kirche noch erklären zu können. Und wenn Sie mal Aufsätze in Deutschland schreiben lassen, was Pfingsten bedeutet, da würde ich mal sagen, ist es mit der Kenntnis über das christliche Abendland nicht so weit her. Und sich anschließend zu beklagen, dass Muslime sich im Koran besser auskennen, das finde ich irgendwie komisch. Und vielleicht kann uns diese Debatte auch mal wieder dazu führen, dass wir uns mit unseren eigenen Wurzeln befassen und ein bisschen mehr Kenntnis darüber haben. Was? Die Dame im Publikum hat Angst vor der Islamisierung Deutschlands. Ich persönlich weiß, was das heißt. Es bedeutet Sorge wegen Terrorismus und Gewalt. Aber es heißt auch Sorgen wegen der Scharia, dem islamischen Gesetz zu haben. Sorgen wegen eines Zwangs für Frauen, Hijabs, Niqabs oder Burkas zu tragen. Es ist die Sorge von fehlender Trennung zwischen Moschee und Staat. Und Merkel sagt, die Lösung ist auf die Frage hin, die ihr gestellt wurde, dass die Dame mehr zur Kirche gehen soll, sich Bilder anzuschauen. Das war Merkels Rat. Wir wissen nicht mal, ob die Frau überhaupt Christin ist. Sie sagt, sie hat Angst vor massenhafter, ungeprüfter Immigration von jungen muslimischen Männern. Und Merkels Rat ist, gehen Sie in die Kirche? Das ist kein Wettbewerb theologischer Abstraktionen. Es geht um die Natur des deutschen Staates. Es geht um das öffentliche Leben, die Gesetze, die Kultur. Es geht nicht um irgendein Buch, das jemand privat im Gotteshaus liest. Sie haben Sorge wegen 100.000 muslimischen Männern. Gehen Sie in die Kirche, lesen Sie ein Buch, schauen Sie ein Bild an. Was? Hier ist mehr. Insofern finde ich diese Debatte sehr defensiv. Gegen terroristische Gefahren muss man sich wappnen. Und ansonsten ist die europäische Geschichte so reich an so dramatischen und gruseligen Auseinandersetzungen, dass wir sehr vorsichtig sein sollten, uns sofort zu beklagen, wenn woanders was Schlimmes passiert. Wir müssen angehen dagegen, wir müssen versuchen, das zu bekämpfen. Aber wir haben nun überhaupt keinen Grund auch zu größerem Hochmut, muss ich sagen. Das sage ich jetzt als deutsche Bundeskanzlerin. Gut, da haben wir es. Merkel brauchte 3 Minuten, aber jetzt ist es heraus. Für sie geht es nicht um die realen Fakten. Es geht nicht um die hunderttausende muslimischen Männer, die sie ins Land lässt. Es ist vielmehr eine Art nationale Psychotherapie für sie. Als deutsche Bundeskanzlerin sagt sie, sicher, Dschihadisten sind böse. Aber was dürfen wir Deutschen uns ein Urteil erlauben? Vergesst nicht, wie böse wir in der Vergangenheit waren. Nicht nur früher, auch in naher Vergangenheit. Seid also nicht abgehoben und arrogant, sagt sie. Also Deutschlands Kultur eines liberalen Säkularismus, Trennung von Religion und Staat zu behalten, wäre abgehoben und arrogant, sagt sie. Sich gegen ungeprüfte Migranten zu wehren, sei abgehoben und arrogant, sagt sie. Denn hey, Deutschland hat Juden und anderen auch Böses angetan. Also haltet die Klappe, wenn muslimische Extremisten uns Schlimmes antun wollen. Das ist keine echte Politik. Das ist eine Privattherapie. Ich möchte dabei anmerken, dass Merkel keine Kinder hat. Auch der letzte deutsche Kanzler hatte keine Kinder. Beide haben keine persönliche Zukunft. Vielleicht war das eine persönliche Entscheidung, keine Ahnung. Aber die letzten 2 deutschen Oberhäupter hatten, warum auch immer, keine privaten Verpflichtungen für die Zukunft. Ein Amateurpsychologe könnte meinen, sie habe entschieden, sich selbst zu beenden als eine Art ethnische Strafe. Die ultimative Abscheu vor sich selbst. Selbsthass ist ein spezielles deutsches Wort für diese Abscheu vor sich selbst. Sie hassen sich selbst für das, was sie selbst oder ihre Eltern oder ihre Großeltern taten. Sie hassen das Deutschland von heute wegen des Deutschlands der 1930er und 1940er Jahre. Sie wollen also keine persönliche Zukunft in Deutschland. Und jeder, der das möchte, ist offensichtlich abgehoben und arrogant und hat die deutschen Verbrechen vergessen. Und sicher sind einige dieser muslimischen Terroristen böse, aber nicht schlimmer als Deutschland war, sagt sie. Außerdem sei Deutschland teilweise für den IS verantwortlich. Und warum gehen sie nicht in eine Kirche und schauen ein Bild an?
Das ist wahnsinnig. Nun, sie sieht in dem Video auch sehr müde aus, aber ich glaube nicht, dass sie betrunken oder wahnhaft war. Uns ist auch nicht bekannt, dass sie diese Kommentare später zurückgenommen hätte. Soweit wir wissen, ist das Angela Merkels Weltbild. Deutschland gehört nicht den Deutschen. Deutschland solle entdeutscht werden. Deutsche verdienen Deutschland nicht. Jeder Fremde, der aus einem Zug steigt, verdient aber Deutschland. Klappe zu, wenn du widersprichst. Weißt du nicht, Deutschland ist schuldig, schuldig, schuldig. Ich widerspreche. Und ich bin ein Jude. Der Hass auf die Nazis wurde mir seit meiner Kindheit beigebracht. Aber ich weiß, dass das heutige Deutschland nicht Nazi ist. Sie sind liberal. Die Enkel der Nazis sind nicht schuldig durch ihre Geburt. Und selbst wenn sie es wären, wäre dafür nicht die Lösung, 1 Million muslimischer Männer ins Land zu lassen.